Hallo und willkommen zum Online-Salon des Integralen Forums, der von mir, Heidi Hörnlein, ausgerichtet wird und unter dem Deckmantel, sagt man da nicht, wie sagt man denn da eigentlich, unter dem Haus der meiner Webseite thewisdomfactory.net, die sehr viele englische Interviews enthält, aber zunehmend auch deutsche. Ich habe seit einiger Zeit Frauentreffen organisiert und bei einem Frauentreffen haben wir Marion Lockhart eingeladen, und zwar um über die Seelenmatrix, über die Archetypen der Seele zu sprechen als Typologie. Und wenn wir jetzt, wenn Sie das schon sehen, weiß ich nicht, aber sobald Marion spricht, werden Sie sehen, im Hintergrund, da ist die ganze Matrix aufgebaut zu sehen. Und wir wollen heute darüber sprechen und das wunderbare System bekannt machen, denn es hat mir sehr viel geholfen und all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hat das auch sehr viel geholfen. Bevor wir das aber machen, liebe Marion, sag ein paar wenige Worte zu dir, denn wir haben ja deine Information schon auf der ersten Frauentreffen besprochen und da können die Leute auch gerne da nochmal hingucken, denn wir werden heute sicher tiefer gehen oder anders darüber sprechen, über die Seelenmatrix, als wir es dort gemacht haben. Ich werde das verlinken und jederzeit können Sie dann darauf zugreifen. Liebe Marion, zu dir. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast, zu meinem Lieblingsthema zu sprechen. Und ich habe damals das Interview sehr genossen, auch deswegen, weil ich einfach über die Archetypen der Seele so schrecklich gerne spreche. Ich bin ja Trainerin und Coach schon sehr, sehr lange selbstständig und ich arbeite sowohl im Bereich der Unterstützung von Unternehmen als auch für Privatleute, die mit sich und an sich wachsen möchten. Und die Archetypen der Seele ist ein Modell, was ich jetzt vor circa 25 Jahren kennengelernt habe und was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Ich hatte mich damals auch schon mit den unterschiedlichsten Typologien beschäftigt, aber das war so eine, die ja so richtig eingerastet ist bei mir und bei der ich auch das Gefühl habe, dass sie mich selber, meinen eigenen Zugang zu mir, mein Blickwinkel auch auf die Welt und auf andere ganz entscheidend bereichert hat und es ermöglicht hat, mit sehr viel mehr Verstehen, also kognitiven Möglichkeiten, aber auch mit mehr Liebe auf das zu gucken, wie Menschen sind, und wie die Welt ist, auch wenn wir das manchmal überhaupt nicht verstehen und es viele Dinge gibt, die anstrengend und schrecklich sind. Ja, und da es mir so viel gebracht hat und meine Klienten und Seminarteilnehmer auch behaupten, sie wären sehr bereichert davon, freue ich mich immer, wenn ich was davon weitergeben kann. Ja, und ich habe mir bei dir Rat geholt, was meine Matrix betrifft. Und es hat mich wirklich, was kann ich sagen, im ersten Moment wirklich erleichtert, weil du hörst dann plötzlich, dass Sachen, mit denen du möglicherweise gekämpft hast oder die du an dir nicht so leiden kannst, ja, plötzlich merkst, ah, das ist so gedacht. Das ist jetzt das Muster deiner gegenwärtigen Inkarnation und das sind die Aufgaben und das ist deine Angst und das ist dein Modus, wie du ans Leben herangehst. Und diese ganzen Sachen, wenn du dir dann plötzlich weißt, dann sagst du dir, ah, okay. Und zum Beispiel hast du mir gesagt, dass meine Hauptangst Ungeduld ist. Und jetzt beobachte ich mich und denke, ah ja, genau, das ist die Ungeduld, die mich das jetzt machen lässt. Und das, ah, 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 ah. Und es ist immer noch ein ständiges die Selbstbeobachtung. Und man muss dann nicht mehr, wie du gesagt hast, das ablehnen, sondern man kann das mit Liebe betrachten und als etwas, was dazugehört, was ich jetzt nicht versuchen muss, aus mir rauszuschneiden. Ja, ich möchte es gern mit dir noch einmal darüber sprechen, was die Matrix eigentlich ist, was die Archetypen der Seelen sind und dann können wir noch weiter. Ja.
Erstmal vielen Dank, dass du das nochmal so offen berichtet hast. Und ich kann tatsächlich auch bestätigen, dass das, was du beschreibst, im Kern das ist, was sie alle sagen. Es ist wirklich, und so ging mir das persönlich auch, wie eine ganz, ganz große Erlaubnis. Ja, du darfst und sollst genau so sein, wie du bist. Und es mag natürlich Leute geben, die sagen, diese Erlaubnis brauche ich nicht, die habe ich mir selber schon längst gegeben. Dann könnte ich sagen, wunderbar, alles fein. Aber für mich jedenfalls war das etwas sehr Bereicherndes. Und es gibt vielleicht auch noch einen großen Unterschied zu anderen Typologien. Hier ist es ja nicht nur eine Einteilung in, weiß ich, 7 unterschiedliche, du bist so einer und du bist so eine und so weiter, sondern dieses Modell der Archetypen der Seele geht davon aus, erstens, wir haben eine Seele und diese Seele hat ein bestimmtes energetisches Muster. Und dieses Muster besteht nicht nur aus einer Energie, sondern aus einer Komposition von 11 unterschiedlichen energetischen Elementen, die zusammen deine Seele bilden. Und deine Seele ist das, was deine Persönlichkeit prägt. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die prägend sind, möglicherweise eine astrologische Konstellation. Dann haben wir eine bestimmte Biografie, die natürlich auch Spuren hinterlässt und so weiter. Aber die Vorstellung ist eben, wir kommen nicht als Tabula Rasa auf die Welt, sondern wir kommen mit einer fertigen Persönlichkeit hierher in dieses Leben. Und all die Menschen, die mit sehr kleinen Kindern zu tun gehabt haben oder zu tun haben, die wissen eben auch, die sind vom ersten Moment an total unterschiedlich. Also vielleicht ist tatsächlich irgendwas dran. Ich kann natürlich nicht sagen, ja, das ist jetzt die Wahrheit, obwohl es sich für mich so anfühlt. Aber natürlich weiß ich, es ist ein Konzept und es ist eine Möglichkeit, Menschsein zu erklären, aber nicht weniger als genau das ist diese Lehre angetreten zu tun. Und ich finde, es gelingt ihr ganz ausgezeichnet. Das kann ich bestätigen aus meiner eigenen kurzen Erfahrung damit. Und es, wie gesagt, es fasst ein, wenn man über das eigene Leben nachdenkt. Natürlich gibt es andere Einflüsse, ne? Wie du sagst, Biografie und so weiter. Und zum Beispiel nur, dass ich jetzt sehe, dass so viel in meinem Leben von dieser Ungeduld getrieben war, ja, denke ich, Mann, ja, gut. Jetzt, ob ich das verändern kann, ob ich jetzt geduldiger werde, wäre jetzt noch die Frage, aber ich kann jetzt zumindest unterscheiden, das mache ich jetzt wieder, weil ich in dieser Angst bin. Wir sprechen jetzt nur von dieser Angst, das ist ja ein bisschen ein Sonderposten, sagen wir mal, in deinen verschiedenen Energien, nicht? Aber ja, lass uns einfach noch weitergehen. Lass uns einfach das vorstellen, denn ich habe jetzt nur die Angst rausgenommen, aber du sagst, es gibt 11 Energien und vielleicht sollten wir da mal in die Wesentlichen hineingehen. Ja, gut. Also, die Archetypen der Seele beschreiben das Universum als bestehend aus 7 unterschiedlichen Energien, so wie das hier im Hintergrund auch zu sehen ist. Ich hoffe, das ist lesbar. Also es gibt 7 unterschiedliche Arten von Energien. Das gesamte Universum besteht aus diesen 7 Energien. Und diese Energien kann man mit Zahlen beschreiben, die kann man mit Farben kenntlich machen und man kann sie mit archetypischen Begriffen fassbar machen. Diese archetypischen Begriffe dienen natürlich nur dazu, etwas zu erklären oder für den menschlichen Geist und für das menschliche Gefühl zugänglich zu machen, damit es für uns verstehbar und begreifbar wird. Und diese 7 Energien nennen sich Energie 1, die Heilerenergie, Energie 2, Künstlerenergie,
Energie 3, Krieger. Die 4, Gelehrtenenergie. Die 5 ist Waisenenergie. 6 bezeichnet die Priesterenergie. Und die 7 schließlich ist die Königsenergie. Und jede dieser Energien ist von den anderen sehr verschieden. Und sozusagen sieht anders aus, fühlt sich anders an und hat natürlich auch eine andere energetische Ausstrahlung. Wir sind ja dabei, tatsächlich Energien zu beschreiben, und das ist immer ein bisschen schwierig. Unser Seelenmuster hat verschiedene Komponenten, und ich blende hier gerade mal ein Chart ein, um diese verschiedenen Komponenten zu erklären. Nein, dieses hier. So. Ist das sichtbar? Es ist gut, ich kann es gut sehen. Okay, prima, gut. Also, wir haben hier zu sehen, da steht Seelenrolle oder Essenz. Und das beschreibt sozusagen den Grundtonus unserer Seelenenergie. Und das heißt, das ist die Grundschwingung, die uns auch über alle Inkarnationen so begleitet. Und die entspricht auch einem dieser 7 Begriffe, die ich eben aufgezählt habe. Und wenn du willst, könnte ich jetzt dich als Beispiel nehmen oder ich könnte mich als Beispiel nehmen. Wie ist es dir? Wie du magst, du kannst mich gerne als Beispiel nehmen. Vielleicht verstehe ich es dann doch gleich noch ein bisschen besser. Also deine Seelenessenz ist die, glaube ich, auch einer Weisen, richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß ja, es nicht. Weise, ja. Mhm. Auch eine Weise, deshalb klappt das mit der Kommunikation bei uns auch prima. Und diese Weisenenergie ist sozusagen das tragende Element unserer Grundpersönlichkeit. Und zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass es eine Energie ist, die sich ausdrücken will, die expressiv ist, die etwas Weiträumiges und Großzügiges hat, die gerne Raum hat, die auch die Aufmerksamkeit der anderen liebt und der es am Herzen liegt, Dinge zu verbinden, zu vernetzen, zu vereinen. Für einen Weisen gibt es im Grunde fast keine Gegensätze, weil der Weise sofort das Verbindende zwischen den Dingen und zwischen den Menschen auch sehen kann. Und deshalb ist ganz vieles, was Weise tun, davon geprägt, Dinge zusammenzubringen und diese Erkenntnisse, die daraus wachsen, mitzuteilen. Das heißt, in der Kommunikation findet der Weise seine Erfüllung. Da kann ich ganz voll mit zustimmen. Das ist immer mehr für mich der Fall. Ja. Und so lassen sich also alle anderen 7 Energien auch charakterisieren. Wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, um das jetzt für alle so ausführlich zu tun. Diese Seelenrolle oder diese Seelenessenz wird begleitet von einem sogenannten Weg der Seele. Das ist die Art und Weise, wie man seine Essenz ausdrückt und auslebt. Es ist das Dual zur Seelenrolle, und zwar die Yin-Seite des Duals. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, Heidi, was dein Seelenweg ist. Weißt du das noch auswendig? Der Weg deiner Seele? Ich war gestummt. Es war die Sehnsucht. Ah, okay. Gut, also eine Weise auf dem Weg der Sehnsucht. Das heißt, das ist nochmal Weisenenergie, sozusagen eine Doppelweise, eine Weise-Weise. Bei mir ist es der Weg der Suche. Das heißt, ich bin eine königliche Weise.
Und natürlich sind unsere beiden Matrices sowieso unterschiedlich, aber schon alleine dieser kleine Unterschied in der Komposition gibt uns eben auch, obwohl wir beide die gleiche Seelenrolle haben, eine unterschiedliche Ausstrahlung. Es ist natürlich klar, und ich hoffe, alle, die jetzt zuhören, haben das bereits vorausgesetzt, dass alle diese 7 Energien gleichwertig und gleich wertvoll sind. Alle diese 7 Energien sind notwendig, um etwas Ganzes zu bilden und um alles das in die Welt zu bringen und ins Universum zu bringen, was gebraucht wird. Und insofern ist natürlich eine Heilerenergie genauso wichtig wie eine Kriegerenergie oder eine Priesterenergie. Es gibt keinerlei Wertungsunterschiede. Gut, wir haben also eine Seelenrolle und einen Seelenweg. Und wir haben, du hast es ja schon angesprochen, ein Angstmuster. Und ich denke, es ist nicht umsonst so, dass du das so rausgegriffen hast aus deiner Matrix. Du hast von deiner Ungeduld gesprochen, der Angst vor Versäumnis. Weil diese Ängste uns unglaublich prägen in unserem Erleben, in unserem Alltag. Diese Ängste sind im Grunde fast in jeder Minute spürbar. Wir haben uns nur so sehr an sie gewöhnt und als Teil unserer Persönlichkeit gelernt zu empfinden, dass wir das häufig überhaupt gar nicht mehr als Angst identifizieren. Und es ist aber, wenn man jetzt energetische Schwingungen messen würde, also man kann das ja, ne, überhaupt Widerstände, Hautwiderstände und so, kann man ja Angst und Unwohlsein und diese Frequenzen tatsächlich physisch darstellen, würde man feststellen, dass diese Ängste im Grunde fast immer aktiv sind. Und ich gehe jetzt hier mal raus. So. Und jetzt sieht man hier in der zweiten Spalte, hier sind die Ängste im Hintergrund aufgeführt. Und du hattest gesagt, hier, warte mal, genau da, die Ungeduld, das ist deine, ist auch meine Hauptangst. Das macht unsere Zusammenarbeit sehr leicht, weil wir beide geprägt von dieser Angst vor Versäumnis als Coping-Strategie sozusagen gelernt haben, wie man unglaublich viel Zeit sparen kann. Ja. Indem man unglaublich effektiv arbeitet, indem man ganz viele Dinge auf einmal tut und so. Und es ist tatsächlich so, dass Ungeduldige sehr häufig in ihrer Arbeitsweise recht effektiv sind. Aber sie sind es eben auch deswegen, weil sie sich ständig getrieben fühlen. Also die Zeit ist etwas, was uns Ungeduldigen im Grunde die ganze Zeit im Nacken sitzt. Und was auch bewirkt, dass es ganz schwer fällt, einmal wirklich auszuruhen und nicht ganz viele To-Do-Listen im Kopf zu haben und nicht mit dem Geiste schon immer in der Zukunft zu sein bei all dem, was noch zu erledigen ist und was noch dran ist. Also dem Ungeduldigen fällt es total schwer, wie ich das gerne flapsig sage, mit seinem Hintern im Hier und Jetzt zu sein und wirklich im Augenblick zu verweilen. Das, was ja viele anstreben und was ja auch ganz wundervoll ist, wenn das gelingt. Ungeduld macht es total schwer. Das kann ich nur bestätigen. Das ist absolut so. Ich beobachte mich den ganzen Tag, wie ich mal kurz mich hinsetzen will, dann ausruhen und dann denke ich, und dann hüpfe ich auch schon wieder. Jetzt hüpfe ich nicht mehr ganz so schnell, ja, weil ich mir es jetzt schon klarer geworden ist. Aber ja, es begleitet mich täglich. Du hast es eben schön ausgedrückt. Du hast nämlich gesagt, dann setze ich mich kurz mal hin. Also die Wörtchen kurz und mal eben schnell und so weiter sind also im Vokabular eines Ungeduldigen die Favoriten. Ja. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen. Wenn ich
mit jemandem zusammensitze und wir unterhalten uns und dann gibt es mal ein dringendes Bedürfnis zu erledigen, dann sage ich immer, und das ist bei vielen ungeduldig, ich gehe mal eben kurz auf Toilette oder mal eben schnell. Es ist einfach total drin. Alles soll irgendwie schnell erledigt werden, damit das nächste kommen kann. Dahinter steckt, wie bei allen 7 Urängsten, tatsächlich eine existenzielle Angst, eine Todesangst. Und bei den Ungeduldigen ist es die Angst für all das, was in diesem Leben erfahren werden will und soll, nicht genügend Zeit zu haben, das heißt auch vorzeitig zu sterben. Das ist in der Tiefe das, was Ungeduldige spüren, wenn man sich die Zeit nehmen würde und diesen Fokus nehmen würde, um da tatsächlich richtig reinzugehen. Ja. Und so hat jeder dieser Ängste eine Tiefe in der Todesangst. Ich weiß nicht, welches ist denn deine zweite Angst, Heidi? Weißt du das noch? Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, okay. Ich sage auch gerne etwas zur Selbstverleugnung, weil auch das eine Angst ist, die ziemlich stark verbreitet ist. Das ist nämlich die Angst vor Unzulänglichkeit. Das heißt, das ist eine Angst, die in der Tiefe fürchtet oder die Welt so sieht, dass das Leben ist groß und mächtig und es gibt viele Dinge, die sich uns entgegenstellen und die auch uns bedrohen können. Und jemand, der die Angst vor Unzulänglichkeit hat, fühlt sich zu klein, zu schwach, zu inkompetent, um dem Leben tatsächlich standhalten zu können, um es mit dem Leben aufnehmen zu können. Nach außen hin erscheint das ganz häufig total anders. Ich spreche hier also tatsächlich von einem Gefühl, was ganz tief innen in den Menschen ist, ganz innen, innerlich. Das heißt, jemand kann sehr wohl von anderen als eloquent gesehen werden, wie du bist, als erfolgreich, als eine Frau, die viele Leute kennt und von sehr vielen Menschen geschätzt wird, auch eben als verbindende, verknüpfende, vernetzende, als eine Frau, die toll in Strukturen denken kann und so weiter und so weiter. Und wenn jemand diese Angst vor Unzulänglichkeit hat, dann verleugnet er sich und seine Kompetenzen. Deshalb heißt es eben sozusagen das Symptom davon, Selbstverleugnung. Ich kann damit viel anfangen und ich denke, es ist auch der Motor für mich gewesen, ganz viel lernen zu wollen, ganz viel können zu wollen, damit ich es dann vielleicht dann doch schaffe. Ja? Und das ist ja einerseits gut, man kriegt ungeheuer viele Kompetenzen, ne? Es beruhigt vielleicht ein bisschen diese Angst, aber bevor man nicht wirklich darüber Bescheid weiß, finde ich es wie einfach nur ein Trieb, ja, einfach von hinten getrieben zu werden. Jetzt, wo ich das sehen kann, denke ich mir, gut. Und dann kann ich ganz anders damit umgehen. Ja, es ist einfach, es ist klasse. Danke. Also bei der Selbstverleugnung und das, was du beschreibst, würden ganz viele, die das haben, unterschreiben. Also man wird zu so einem Perfektionisten und lernt und arbeitet an sich und immer weiter und immer weiter. Und trotzdem bleibt irgendwie dieses Gefühl, oh Gott, hoffentlich merken die Leute nicht, dass ich in Wirklichkeit eine Hochstaplerin bin. Ja. Und es ist egal, wie viel du gelernt hast, es ist egal, wie viele Diplome du an der Wand hast, das fühlt man als Selbstverleugner nicht, weil man ja eben wirklich tatsächlich diese eigene Schönheit, die eigene Größe, die eigene Kompetenz nicht sieht. Es ist, als wenn man wirklich blind dafür wäre, das selber zu erkennen. Und die anderen sehen das natürlich. Und wenn die dann sagen, oh Mensch, Heidi, das hast du aber wieder super hingekriegt,
ne, dann denkt man oder sagt, ja. Da haben ja auch ganz viele geholfen. Und also, ne? Das heißt, man spielt es irgendwie sofort runter, damit die Erwartungen der anderen ja nicht zu hoch werden. Genau. Und man sich an diesen hohen Erwartungen dann messen müsste, die man natürlich in Wirklichkeit, so würden die anderen das sehen, mit Bravour erfüllen würde. Aber man selber sieht es eben nicht. Ja, man fürchtet sich davor, dass man gefordert wird. Ja, genau. Jetzt habe ich zu den Ängsten speziell mal kurz eine Frage. Was kann man damit machen? Sind die auch so gedacht, dass du die mit in dem Leben durchführst und durchleidest oder durcharbeitest? Oder kann man die auch, ich will nicht sagen neutralisieren, aber umändern in andere Angst bringt ja auch keinen Sinn. Ne? Es ist ja auch nicht gerade viel besser, mit einer anderen Angst konfrontiert zu sein. Alle diese sieben Ängste sind gleich furchtbar. Man hat nur häufig das Gefühl, die Ängste der anderen seien viel leichter als die eigenen. Aber das ist ein Trugschluss. Alle diese sieben Ängste sind Todesängste in der Tiefe tatsächlich. Sind existenzielle Ängste. Und also dieses Konzept der Archetypen der Seele geht davon aus, nein, du kannst diese Ängste nicht wegmachen. Die bleiben dir bis zur Bahre, aber, und dieses Aber ist sehr erleichternd, finde ich, aber du kannst selbstverständlich erstens, indem du sie beobachtest, wie du das ja ganz viel im Augenblick tust, so hast du es ja auch beschrieben, viel schneller als Angst identifizieren, du erkennst sozusagen deine Schweine am Gang, wobei das jetzt ein bisschen gemein ist, sie als Schweine zu bezeichnen, weil die Ängste ganz wichtige Funktionen erfüllen. Es ist übrigens nicht wie die psychischen Ängste, dass diese Ängste eine Schutzfunktion haben. Das haben sie nicht. Aber sie haben eine Katalysatorfunktion. Das heißt, diese Ängste sind ganz wichtige Triebkräfte für unsere persönliche Entwicklung. Sie halten uns in Bewegung. Und du weißt ja vielleicht auch, dass ich diese Matrix-Elemente auch in meinen Aufstellungen nutze. Ich habe zu den Archetypen der Seele eine vielfältige Art der Systemaufstellung entwickelt, die ich spirituelle Aufstellung oder Matrix-Aufstellung nenne. Und was von den wirklich hunderten Aufstellungen, die ich da gemacht habe, das sind möglich, also wir sind schon bei vierstellig im Laufe der Zeit jetzt, was ich immer wieder beobachtet habe mit den unterschiedlichsten Stellvertretern, die das nicht wissen konnten, ist, stell dir also vor, da steht dein Ich und da steht jemand für deine Seelenessenz, also für deine Grundenergie, die Waisenenergie, und es steht jemand für deine Ungeduld und jemand für deine Selbstverleugnung. In dem Augenblick, wo dein Ich sich deiner Grundenergie zuwendet und sich durchströmen und durchfließen lässt von dieser Energie, also sich wirklich mit deiner Grundenergie verbindet, in dem Augenblick sagen die Ängste unisono, ja wunderbar, das war alles, was wir wollten. Und sind ruhig und still und kooperativ, machen den Weg frei für alles Mögliche. Also, sie sind im Grunde, so habe ich das gelernt, einfach durch die Anschauung, durch die Erfahrung mit den Aufstellungen. Sie sind im Grunde also dazu da, dich immer wieder hinzuweisen auf deine Essenz, auf das, was dich in der Tiefe ausmacht. Und insofern wäre es ja ein Jammer, wenn wir die nicht mehr hätten. Das ist eine schöne Perspektive. Das gefällt mir. Vor allen Dingen die Abgrenzung zu psychologischen Ängsten, die können noch alles mögliche andere sein. Ne? Aber ja. Gut, danke. Und, es ist möglich schon, wenn du also deine Ungeduld kennst. Also erstmal wird sie sich schon etwas mildern, wenn du sie beobachtest.
Weil, ne, du kannst dann natürlich auch entscheiden oder bei deiner Selbstverleugnung, wenn die mal wieder sagt, na Heidi, das kriegst du sowieso nicht hin. Du doch nicht. Dann, ne, oder ach, dieses Kompliment, naja, das haben die jetzt nur so gesagt, ne, das ist klar. Dann kannst du, weil du sozusagen auf diesem Ohr hören gelernt hast, sofort identifizieren, okay, das ist nicht die Wahrheit, das ist nur die Stimme meiner Angst. Und ich kann dann entscheiden, ob ich darauf höre oder nicht oder wie viel ich der beimesse. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten mit Affirmationen, mit Klopfen, mit allem möglichen Dinge, tatsächlich dieser Angst, so die Peaks zu nehmen, also die Spitzen zu nehmen und auch dafür sorgen, dass die Ausschläge nicht mehr so heftig sind, wie wir das von früher kennen. Und insofern ist es schon sehr wohl möglich, an den eigenen Angstmustern etwas zu verändern, was sich im Alltag wirklich deutlich spürbar macht. Gut, das macht Sinn, dass man sie sozusagen runterlevelieren kann, aber nicht loswerden und das auch gar nicht soll, weil sie nämlich wertvoll sind. Und das sagte ich ja vorhin schon für mich, diese Angst hat mich dazu geführt, ziemlich viel zu lernen und ziemlich viel zu können auch, ja. Und dass dann die Leute sagen, was kannst du denn alles? Wie sagt man Hans Dampf in allen Gassen, ja? Aber ich finde es als wertvoll, dass ich Einblicke in so vieles gewonnen habe. Ne? Dank der Angst. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wahrscheinlich wäre ich irgendein Experte geworden für irgendwas, ja. Ja, wobei das, was du eben beschrieben hast, sozusagen diese Facette der Selbstverleugnung, die spielt natürlich deiner weisen Energie total in die Karten, weil der Weise es natürlich auch liebt, hier zu picken und da zu picken und da zu picken und Wissen anzusammeln, um das wieder zu synthetisieren. Ich habe früher, wie gesagt, ich bin ja auch eine Weise, ich habe immer gedacht, ach, ich hätte gerne so eine Sache, in der ich total gut bin. Und weil ich hatte immer so das Gefühl, ich weiß zwar irgendwie ganz vieles, ich habe ein breites Wissen, aber ich kann nichts richtig. Genau. Heute weiß ich, nein, es ist total gut und wichtig, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Wissen in die Breite gehen. Nicht nur, weil sie dann bei allem möglichen Kram mitreden können, sondern weil es zum Vernetzen und zum Verbinden von Dingen die Weite braucht und nicht unbedingt die Tiefe. Dafür sind wieder andere zuständig. Da sind die Gelehrten super, ne, um in die Tiefe zu gehen und in die Details zu gehen und wirklich zu gründeln und so weiter. Da ist die Gelehrtenenergie einfach die Energie, die klassisch dafür steht. Und da wir ja Gott sei Dank Arbeitsteilung haben, ist es doch prima, wenn es andere gibt, die diese Herangehensweise haben. Und wir Weisen haben eben jene. Ja, das ist doch schon ein tolles Ergebnis, ne? Dass man nicht mehr dran verzweifeln muss, weil man nichts richtig gescheit kann. Ja. Sondern dass die Möglichkeit, einen Überblick zu haben und Dinge zusammenzufinden, die für andere Leute überhaupt keinen Zusammenhang haben. Und du siehst, aber da ist doch, das hängt doch miteinander zusammen. Siehst du denn das nicht so ungefähr? Ne? Dass wir diese Fähigkeit haben, das größere Bild zu sehen, nicht? Und ja, die Vernetzungen, das ist, habe ich beobachtet bei mir in der Vergangenheit und habe gedacht, naja, das kann jeder, ne? Aber offenbar nicht. Nee, das kann nicht jeder. Also nehme ich zum Beispiel mal einen Künstler. Das ist das Dual zur weisen Energie. Das heißt, es ist schon ein bisschen ähnlich, dadurch, dass es auch expressiv ist, eine Energie auch, die sich ausdrücken möchte. Aber der Künstler ist gar nicht so wahnsinnig daran interessiert, diese Breitenwirkung zu haben, wie das der Weise ist, sondern der Künstler erfüllt sich darin, originell zu sein und schöpferisch und gestalterisch Originelles in die Welt zu bringen. Der Künstler ist so ein bisschen der Schmetterling unter den Energien, der mal hier und mal da herumfliegt. Der Künstler ist auch irgendwie nicht gut festzunageln.
Weil er einfach auch die Abwechslung liebt. Er braucht das Freie, das Freischwebende und er braucht dieses Gefühl von stetiger Abwechslung. Und das, was er eben Kostbares in die Welt bringt, ist genau diese Leichtigkeit, diese Art von Unverbindlichkeit, aber auch von Mentalität. Die Künstlerenergie ist eine mentale Energie. Und es geht auch um Intellektuelles und es geht auch um Abgrenzung. Also der Künstler, da er ja originell sein möchte, möchte er auf keinen Fall so sein wie irgendwer anders. Das ist das Schlimmste. Also, ne, wenn angenommen ein weiblicher Künstler geht, oder auch ein männlicher, geht in eine Boutique und möchte sich irgendwas Tolles zum Anziehen kaufen. Und die Verkäuferin steht da und sagt als dieses tolle Argument, was wir alle schon mehrfach gehört haben, also dieses Stück hier, das wird in dieser Saison total gerne gekauft. Das mag sie nicht. Das O-Kriterium für einen Künstler. Wenn alle das gut finden, dann muss er das natürlich ablehnen. Völlig klar. Und dieses Ablehnen können und wollen und müssen in ganz vielen Facetten ist eben auch eine Qualität der Energie 2, der Künstlerenergie, und ist notwendig für die Vollständigkeit aller Welten. Also, wir haben hier, insbesondere hier in dieser Welt, leben wir ja auch in einer Welt der Dualität. Wir haben immer diese Zweiheit. Und so wie der Weise eben verbinden will, möchte der Künstler abgrenzen. Das gehört zusammen. Und wer nicht gut abgrenzen kann, der kann auch nicht gut akzeptieren und vereinen. Also es gehört auch beides zusammen. Ja, das macht viel Sinn. Ja. Vielleicht sollte ich einfach doch noch mal kurz ein bisschen weitermachen und auch zu den anderen Energien noch was sagen. Auch vielleicht, auf dass sich der eine oder die andere Zuhörerin noch mal mehr wiedergefunden sieht in dem, was wir hier beschreiben und was das Modell der Archetypen der Seele auch beschreiben kann. Ja, gerne, gerne. Also greifen wir uns mal heraus die beiden blauen Energien, wenn man nach hinten hier auf das Chart guckt, da haben wir das Dual der Inspirationsenergie. Wenn also Künstler und Weiser Expression machen, das ist diese Bewegung, raus, ist die Inspirationsenergie diese Bewegung. Also da kommt etwas in das Innere hinein, es ist eine inwendige Energie, die natürlich viel ruhiger ist, stiller ist, gefühlig ist, sanfter ist. Die Heilerenergie als das Yin-Element, also die weibliche Ausformung der Inspirationsenergie, ist eine Energie, die sich erfüllt und erfühlt im Unterstützen. Wenn du in einer Gruppe, angenommen, du hast irgendwie ein Frauentreffen, sozusagen ein Live-Treffen, ein physisches, Ja. und da ist eine Heilerin dabei. Das ist die, wenn ich das flapsig ausdrücken, die bringt den Kartoffelsalat mit. Die ist schon ein bisschen früher da, um dir zu helfen, ne, damit du nicht alles alleine machen musst. Die liebt es, dafür zu sorgen, dass alle sich wohlfühlen, dass für alle gesorgt ist. Sie ist auch diejenige, die sofort erfühlen würde, wenn in dieser Runde irgendwas nicht ganz rund wäre.
Wenn zum Beispiel jemand länger nichts gesagt hat, würde wahrscheinlich die Heilerin sagen, ach, und was meinst du denn dazu, um diese Person dann irgendwie und so. Also es ist eine Energie, die helfen will und die dienen möchte. Und dienen einfach wirklich in der ganz liebevollen Bedeutung des Wortes. Da fällt mir sofort einige Leute ein dazu. Ja. Und die Heiler haben eben so von ihrer Grundausstrahlung her etwas Sanftes, Zartes und wenn man das Dual dazu nimmt, die Priesterenergie, da, das ist ja die männliche Form der Inspiration, ist die Priesterenergie eine, die eine ähnliche Tendenz hat. Die Priesterenergie will trösten und erfüllt sich im Trösten. Also wann immer jemand irgendwie gerade was hat, unglücklich ist oder einsam ist oder wie auch immer, kann es sehr gut sein, dass er unbewusst jemanden mit Priesterenergie suchen wird, um da Trost zu finden. Der Priester, die Priesterenergie ist die unmittelbarste Anbindung auch zu den geistigen Welten und zu dem, was man vielleicht Göttlichkeit oder göttliche Energie nennen könnte, hat. Die Priester haben sozusagen die Standleitung nach oben. Und sie sind auch diejenigen, weil sie sich eben mit der Göttlichkeit besonders verbunden fühlen, die mit dem Thema Wahrheit besonders verbunden sind. Und Priester haben vor allen Dingen, wenn sie in Angst sind, das unbedingte Gefühl, sie hätten auch die Wahrheit gepachtet. Ja, da kennen wir ja auch ein paar. Und immer wenn es eben auch um diese, um so feurige, um leidenschaftliche, leidenschaftliches, ja, ich bringe das in die Welt, weil die Menschen das brauchen und weil es ihnen Trost gibt und geben wird. Muss ich das in die Welt bringen? Ne? Kann das auch eine ziemliche Wucht, aber auch ein ziemliches Charisma entwickeln? Und es kann auch etwas Missionarisches durchaus haben. Und missionarisch kann ja aber auch etwas sein, was, solange es nicht fanatisch wird, tatsächlich einfach dieses Feuer der Begeisterung ausdrückt. Ja, Priester sind eben diejenigen, die auch zum Beispiel gut und gerne trösten können, einfach indem sie da sind, wortlos. Also auch das Schweigen, die Stille ist etwas, was dem Priester, der Priesterenergie zugehörig ist. Und du weißt vielleicht auch und hast vielleicht auch schon Momente und Erlebnisse gehabt, wo du diese Energie als total heilsam und liebevoll empfinden konntest. Ja, mit Sicherheit. Und ich kann auch Menschen sehen, die mit Sicherheit diese Ausstrahlung haben, beziehungsweise diese Aufgabe haben. Ja. Ja. Ja, und dann haben wir die beiden Aktionsenergien. Und das ist die Kriegerenergie und die Königsenergie. Im Krieger finden wir das weibliche Dual. Der König ist das männliche Dual der Aktionsenergie. Und das ist dies hier. Ne? Also tun, durch Handlung Dinge bewirken und bewegen. Und die Kriegerenergie ist diese wundervolle Energie, die schützt und beschützt,
die sich für Menschen und Dinge einsetzt, die loyal und treu und mit ganzer Hingabe und ganzem Einsatz für etwas eintritt. Und die Kriegerenergie ist, weil sie so vor allen Dingen in Menschen, so ich sag mal aus unserem Dunstkreis, so ein bisschen einen bisschen negativen Geschmack haben könnten. Ja, ich habe mich gerade nämlich gewundert auch, dass das Kriegerenergie, so wie du das beschrieben hast, klang das so positiv. Und wir denken immer, ja, Krieger, das sind die, die sich durchsetzen und die, während du das mehr zum, die Aktion zum König genommen hast. Und Krieger durch sich für andere einsetzen. Deswegen auf Demonstrationen gehen für irgendwas, damit es den Menschen gut geht oder so. Das wäre Kriegerenergie. Robin Hood-Energie. Ja, könnte man sagen. Vielleicht eine Mischung aus Kriegerenergie und Priesterenergie. Ne, denn der war ja schon auch missionarisch unterwegs. Aber ja, ne, sich einsetzen für die Witwen und Waisen und so für die Kämpfen und so weiter. Ne, also das Motto des Kriegers ist Kämpfen. Und das hat erstmal ja in unserem Dunstkreis so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, weil wir ja, ich sag jetzt mal wir, schon eher pazifistisch orientiert sind häufig und wir denken irgendwie sofort an Morden und Schlachten und natürlich ist es auch etwas, was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite, ohne die Kriegerenergie, die sich für etwas einsetzt, wäre ja auch keine Amnesty International denkbar oder auch keine Greenpeace denkbar oder so. Also Greenpeace zum Beispiel hat ganz viel Kriegerenergie zum Beispiel. Die kämpfen ja ganz viel. Es macht einen großen Unterschied, ob man wie jüngere Seelen gegen etwas kämpfen oder ob man für etwas kämpft zum Beispiel. Ja, ich wollte anführen auch, wir Frauen wären jetzt nicht gleichberechtigt vor dem Gesetz, wenn es nicht Frauen gegeben hätte, die dafür ganz viel Kriegerenergie eingesetzt hätte in den vergangenen Jahrhunderten, nicht? Ja. Unbedingt. Also ohne die Kriegerenergie würde etwas ganz Entscheidendes fehlen, nämlich wirklich dieses Hingebungsvolle, sich mit Haut und Haaren einzusetzen, um durch Handlung etwas Wesentliches zu erreichen. Das ist das, was die Kriegerenergie ausmacht. Und zwar ohne Rücksicht auf die eigene Unversehrtheit. Wirklich, Krieger geben alles. Und das ist auch was Tolles. Mahatma Gandhi zum Beispiel ist eine ganz alte Kriegerseele gewesen. Der hat eine Form des Kämpfens gefunden und erfunden, die ganz anders war und seinem Seelenalter gemäß war. Und viele derjenigen, die Mahatma Gandhi verehrt haben, haben das ja auch nicht verstanden und es dann auch immer wieder zu physischen Kämpfen kommen lassen und so, weil die auch nicht anders konnten. Zum Beispiel. Ja. Die Königsenergie ist auch eine Aktionsenergie und es ist eine, die führen will. Das heißt, die Königsenergie hat eine Vision und entwickelt Strategien und Möglichkeiten, wie Menschen gemeinschaftlich auf diesen Weg zu dieser Vision gebracht werden können. Und da ist natürlich die Ungeduld als die Angst der Königsenergie auch ganz natürlicherweise etwas, was da sehr unterstützt. Und die Königsenergie hat tatsächlich eine enorme Power. Sie hat auch etwas, was mit Aggressivität zu tun hat. Auch das ist ein Wort, was einen schlechten Geschmack hat.
Wenn man allerdings daran denkt, dass Aggressivität erstmal nur tatsächlich eine Form der Dynamik ist, die ich brauche, um mich zu bestimmten Dingen auch einfach durchzusetzen. Und manchmal muss man sich auch durchsetzen. Kann das auch ein Akt der Liebe sein? Also die Dynamik ist sozusagen der Liebe, die liebevolle Ausformung der Aggressivität. Und die Streitsucht, die angstvolle Ausformung der Aggressivität, gibt es natürlich auch. Ich dachte gerade Aggressivität. Aggredere heißt der auf etwas zugehen. Ohne dass du auf etwas zugehst, kannst der auch nichts machen, wenn du nur irgendwo da hinten sitzt. Nicht? Insofern, wir geben den Dingen so viel negative Beigeschmäcke, aber es ist doch beides immer drin. Wir müssen uns daran erinnern. Ja. Genau. Genau. Also bei diesem Konzept der Archetypen der Seele ist es auch so, dass alle die energetischen Elemente, die für eine Seele zur Verfügung stehen oder zur Wahl stehen, einen Pluspol und einen Minuspol haben. Das heißt, eine Art und Weise, wie ich das in der Angst ausleben kann und wie das dann rüberkommt, und eine Art und Weise, wie es rüberkommt, wenn ich es in der Liebe lebe. Und das war für mich auch sehr interessant, auch daraufhin bestimmte Herangehensweisen, bestimmte Eigenschaften nochmal zu untersuchen. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, was ja auch so ein bisschen negativ konnotiert ist für viele, die Macht. Und ich denke mittlerweile, Ohnmacht ist auch keine Alternative. Also Macht braucht es ja, um Dinge in die Breite zu bringen. Also wenn ich das nehme, einfach im Sinne von Einfluss nehmen. Die Macht ist eine Waisenenergie und sie will Breitenwirkung haben. Und in der Liebe ist das Machtvollsein ein ganz in seiner Autorität stehend. Und ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, Autorität ist ja auch etwas, was man nicht ganz nur aus sich alleine heraus entwickeln kann, sondern sie muss einem auch zugesprochen werden. Autorität ist also auch eine wechselseitige Geschichte. Wenn ich nur selber alleine eine Autorität sein will, ohne Publikum, geht das nicht. Das heißt, ich muss auch Leute haben, die mir diese Autorität zusprechen. Und das Wichtige dabei ist zusprechen. Nicht, dass du wie so ein Tyrann das verlangst, dass dir Autorität zugebilligt wird, sondern dass jemand freiwillig dir zuspricht und dich als eine Autorität sieht in bestimmten Bereichen halt. Vielleicht nicht fürs ganze Leben, aber das ist ein großer Unterschied. Und genau. Macht ist nichts Schlimmes, also im Gegenteil. Ohne Macht sitzen wir nur im Kämmerchen und kriegen überhaupt nichts auf die Reihe, nicht mal unser eigenes Leben, wenn wir nicht in unser eigenes, das sagt heutzutage Potenzial, aber ich würde das sehen als eine Selbstermächtigung, lebendig zu sein und das zu tun, was ansteht. Genau. Und natürlich kann ich die Macht auch angstvoll leben und dann werde ich bevormundend. Dann, das ist sozusagen genau dann die Ausformung, an die wir eben sehr schnell denken, wenn wir das Wort Macht negativ konnotieren. Ne, dass andere überbügeln, über andere hinweggehen und einfach sein Ding durchziehen. Die Seite gibt es auch, aber das ist eben das, die Art und Weise, wie wir Macht leben, wenn wir in Angst sind. Genau, und das ist nämlich auch, kann jeder, der dieses Merkmal, diese Energie hat, und die habe ich ja auch, feststellen in der Vergangenheit und manchmal auch in der Gegenwart, dass man genau das tut, ja, dass man über jemanden hinüberredet und oder ihn klein bügelt oder sowas, vielleicht unbeabsichtigt und so, aber dann, wenn man es beobachten kann, denkt man, ah, okay, und ich habe das Gefühl, ich bin schon besser geworden. Also da sprichst du noch etwas, noch mal was ganz Wichtiges an. Ich hatte ja eben diesen Pluspol und Minuspol, also in der Liebe und in der Angst, geschildert, und wir leben in einer Zeit, in der sehr viele Menschen in ganz unterschiedlichen Belangen
in denen es um höher, schneller, weiter geht. Und das gibt es in der spirituellen und gebildeten Szene ganz genauso. Und da ist eben dieses Streben nur noch Liebe und irgendwie so auch ein Leistungsanspruch. Und bei den Archetypen der Seele wird es ganz anders gesehen. Da wird es so gesehen, dass die Seele ist ja hier auf der Welt, um einen ganz bestimmten Erfahrungsraum zu nutzen, um ganz viele Erfahrungen zu machen und durch diese Erfahrungen zu lernen. Und da wir in einer Welt der Duale leben, ist es wichtig, sowohl die angstvollen Seiten als auch die liebevollen Seiten zu erkunden, weil wir nur durch diese Unterschiede im Erleben, Handeln und Erfühlen diese Elemente wirklich in der Tiefe erfahren und erfassen können. Also, um jetzt auf die Macht zurückzukommen, um wirklich zu erkunden, was Macht bedeutet und was Machtvollsein bedeutet, muss ich auch die Bevormundung kennen. Das macht total Sinn, ja. Mhm. Und es geht also gar nicht darum, die ganze Zeit nur edel einen halben Meter über dem Boden zu schweben, sondern der Seele geht es darum, wirklich alles zu erkunden. Und auch das ist für mich nochmal eine Erkenntnis gewesen, die mich sehr berührt hat und ermutigt hat auch und mir auch einen anderen Blick auf die Welt und wie die Menschen so sind gegeben hat. Und das machst du jetzt gerade mit mir, denn mir war das nicht so klar. Und es gibt ein ganz anderes Blick auf das, dann auch dieses ungenügend sein, weil man es nicht immer schafft und so, nicht? Und das ist dann, wenn man weiß, man ist dazu da, um beide Pole zu erfahren und jeder Mensch ist dazu da, beide Pole zu erfahren, dann kannst du auch verstehen, warum so viele Sachen auf der Welt sind, die eben nicht nur schön sind, ja? Sondern die auch das die negative Seite beinhalten. Da musst du nicht mehr an Gott dafür schimpfen, dass er die Schlechte auf die Welt gebracht hat, sondern sagen, es gehört in einem dualen Leben, in einem dualen Setting, in dem wir ja hier sind, dazu, beide Seiten zu kennen. Denn ohne Licht würden wir nicht wissen, was dunkel ist und umgekehrt, nicht? Und genauso ja mit uns selber, ohne die negativen Seiten zu kennen, wissen wir nicht, was unsere positiven sein könnten. Ne? Das ist ja im Grunde in der integralen Seele diese Verlangen nach Shadowwork, ne? Dass man also guckt, was ist da noch im Untergrund mitschwingend. Ne? Und es ist dann gar nicht so, dass man Angst haben muss, oh Gott, da kommt da irgendwas Fürchterliches raus und das will ich aber gar nicht sein, wenn man davon ausgeht, ah, das gehört einfach dazu und das soll ich auch erleben und erkennen. Nicht nur erleben, blind durch erleben, nicht? Sondern irgendwann zu der Erkenntnis kommen. Und dann, was hast du vorher schon gesagt? Dann, wenn du weißt, diese beiden Möglichkeiten, dann kannst du dich entscheiden. Aber wenn du dich natürlich nur fürs Gute entscheiden musst, ja, und ganz furchtbar Druck drauf ist, kannst du sicher sein, dass du eine ganze Menge angesammelt hast auf der negativen Seite, nicht? Weil das ja nicht eine freie Entscheidung ist, sondern eine, ja, von irgendeiner komischen Autorität angepuschten Entscheidung. Klasse, ja. Danke dir für diese Erkenntnis. Ich würde gerne vielleicht einen kleinen Sprung machen in unserem Gespräch über die archetypischen Elemente. Es gibt... Warte mal, kann ich einen Vorschlag machen? Lass uns dieses Gespräch doch beenden und wir machen noch eins und machen über die weitergehenden, wir haben ja noch gar nichts weiter über das Ziel, über den Modus, die Mentalität, Zentrum und vor allen Dingen das Seelenalter gesprochen. Das kriegen wir jetzt nicht in 5 Minuten unter. Ich würde in diesem Moment sagen, dass wir für dieses Gespräch einen kurzen Stopp machen und dann setzen wir das nochmal neu auf. Wäre das okay für dich?
Das ist eine ganz wundervolle Idee. Ich denke, wir haben auch jetzt zu allen 7 Energien ein bisschen was erläutert und erklärt und vielleicht ist so ein bisschen anfassbar auch gemacht. Wir haben über die Ängste ausführlich gesprochen. So ausführlich noch nicht, aber wir haben es schon klar gemacht, worum es bei Ängsten, bei den archetypischen Ängsten grundsätzlich geht. Und wenn wir nochmal neu ansetzen würden für Impulse zu den anderen Matrix-Elementen, das würde sich bestimmt lohnen. Und das System insgesamt ist ein so komplexes, also Stoff gibt es genug. Ja, wunderbar. Dann sagen wir für den Moment erstmal tschüss und kommt wieder, kommt zur Webseite und seht euch dann den zweiten Teil an, auf YouTube oder auf meiner Webseite, wo immer es für dich das Richtige ist. Und wir sehen uns wieder. Okay, für den Rest. Danke erstmal, Marion. Danke dir, Heidi. Mhm.